Mein Name ist Magister Irene Prokop. Ich freue mich sehr, dass ich heute beim Luzitar bei ChatTV meine Arbeit präsentieren darf. Der Luzi hat mich vor Beginn der Sendung gefragt, was ich mache und wie ich zu meiner Berufung gekommen bin. Ich möchte Ihnen das kurz, liebes Publikum, schildern. So Ende 2000, als ich kurz vor Abschluss meines Psychologiestudiums gestanden bin, wurde ich auf Esoterikmessen geführt. Nun, ich habe mich da unter die Leute gesinnt und mich gefragt, was sagt das Geburtsdatum über den Entwicklungsweg, über die Lebensaufgabe, über das Potenzial, über die Stärken der dort anwesenden Besucher aus. Da ich damals noch nicht mit der Kabbala vertraut war, erstellte ich den Menschen anhand ihres Geburtsdatums eine Sehung. Durch mich sprach eine göttliche Stimme. Das mag jetzt für Sie vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber es war hochinteressant. Als ich das Geburtsdatum der Menschen in die Hand bekam, bekam ich Durchsagen aus der göttlichen Welt und aus der geistigen Welt. Und die Informationen sprudelten nur so von oben herunter. Ich war ganz Feuer und Flamme und konnte sozusagen nicht aufhören, da in die Seele der Menschen zu schauen. Da ich jetzt nicht wirklich über eine Ausbildung verfügt habe, waren die Leute aber trotzdem begeistert und wollten einfach wissen, was ich da erkennen kann, wie es sozusagen beruflich weitergeht, wie es privat weitergeht, was so die Ursachen sein können für das Dilemma, in dem die Menschen sich heute befinden. All diese drei Fragen wollten die Leute geklärt wissen. Nun, ich hatte lediglich einen Kugelschreiber und ein Blatt Papier. Und rein dadurch, dass ich das Geburtsdatum fühlte der Menschen, spürte ich da etwas. Ich spürte, wie es den Menschen geht. Und irgendwie wollte ich das unbedingt unter die Leute bringen. So kam ich zu meiner Entdeckung meiner Berufung sozusagen. Ich habe mich dann sofort auf den Weg gemacht, bin zu Lehrer marschiert, habe zuerst bei der Penny McLean Numerologie gelernt und erst vor ein paar Jahren wurde ich zu meiner Kabbala-Lehrerin, zu der Brigitte Sedler geführt in Österreich, die damals die Mysterienschule anbot und mich einweihte in das alte Wissen nach Pythagoras. Es war schon immer so, dass die Zahlen mich interessiert haben. Jetzt können Sie sich fragen, woher kommt diese Gabe? In Wirklichkeit sagen die Kabbalisten, also die Lebensbaumforscher, dass es nur darum ginge, dass wir uns rückerinnern an unser altes Wissen, sozusagen an unsere alte Weisheit. Eine Weisheit, die wir schon gehabt haben, als wir in Ägypten waren oder in Griechenland oder in Frankreich und so weiter. Brigitte Sedler hat uns dabei geholfen, uns Schritt für Schritt rückzuerinnern an das alte Wissen der Zahlen. Und so wurde ich immer mehr und mehr begeistert. Ich verstand auf einmal, was Zahlen bedeuten können. Zahlen kann man nicht nur fühlen, Zahlen kann man erleben. Zahlen, was bedeutet eigentlich eine Zahl in unserem Geburtsdatum? Was bedeutet diese Energie? Nun, nachdem ich die Ausbildung bei der Brigitte Sedler 2009 abgeschlossen habe, machte ich mich auf den Weg und fragte mich, wer kann meine Lebensbaumlesung gebrauchen? Und ich sah auf einmal an einem Nachmittag hunderte und tausende Lebensbäume in Form einer Eingebung. Ja, ich habe richtig gesehen, tausende Lebensbäume. Ja, und so erkannt, ich muss mich jetzt auf den Weg machen und wen das interessiert, wer wissen möchte, welche Lebensaufgabe er hat, oder welchen Namen seine Lebensaufgabe hat, welche Stärken er mitbringt auf seinem Entwicklungsweg, wer die Seele sozusagen ist als göttliches Wesen, der könne an mich herantreten und dem kann ich diese Information aus der geistigen Welt gerne durchgeben. Und bis heute hat mich diese Faszination nicht losgelassen. Es gibt noch immer sehr viel Feuer in mir, über das ich spüre, dass ich diese Information aus der göttlichen Welt gerne als göttlicher Sprachkanal an Sie weitergeben möchte.
Jetzt werden Sie fragen, wozu braucht man das eigentlich? Ja, diese Frage habe ich mich eigentlich auch gefragt. Damals 2002, als ich mich auf den Weg machte zur Erforschung der Zahlenmystik und unserer Seele. Nun, wie Sie wissen, in den 60er Jahren, unmittelbar nach dem Krieg, schon eher länger nach dem Krieg, war es so, dass die Bevölkerung weltweit noch geschaut hat, wie sie die Grundbedürfnisse befriedigen kann. Essen, Schlafen, die Absicherung des Wohnheimes, die Gestaltung der finanziellen Unabhängigkeit war lange Zeit ein Thema. Bis Abraham Maslow, ein wichtiger Psychologe, erkannt hat, neben Essen, Schlafen, Wohnen, finanzieller Unabhängigkeit gibt es noch ein übergeordnetes Bedürfnis, ein sogenanntes neues Bedürfnis, das die Menschen interessieren wird. So in den 80er Jahren, 90er Jahren, ab 2000 immer stärker werdend und jetzt sozusagen schon am Pflichtprogramm stehend. Und er nannte dieses Bedürfnis die Entwicklung unserer Persönlichkeit. Das persönliche Wachstum, die Selbstentfaltung, das Erkennen der Vision, das Erkennen der Lebensaufgabe, das göttliche Wissen um einen selbst, wer ist man eigentlich, mit welchen Fähigkeiten ist man auf die Welt gekommen. Und dieses Wissen darf ich heute, da ich da schon in früheren Leben mich mit Zahlen beschäftigt habe und mit der Seele, als Eingeweihte nach bestimmten Mysterienschulen an Sie weitergeben. Ich verstehe mich aber lediglich als göttlicher Kanal. Einmal gelingt es mir gut, diese Informationen an Sie weiterzugeben, dann wieder weniger gut. Das hängt ganz davon ab, auf welchem Entwicklungsstand Ihre Seele ist. Das Wissen um einen selbst wird heute immer wichtiger. Warum? Stellen wir uns doch vor, wenn ich etwas Gutes gegessen habe, bin ich satt. Heute wollen aber die Leute gefühlsmäßig glücklich sein. Sie wollen einfach ihre Vision, die sie im Herzen tragen, ihren Herzenswunsch besser erkennen können wie früher. Sie wollen sich rückerinnern können an ihren ureigenen Herzenswunsch. Vielleicht ist dieser schon Jahrhunderte alt. Was hat sich die Seele, was haben sich die Menschen vor Jahrhunderten vorgenommen, an Lebensaufgabe leben zu wollen und warum ging es nicht? Und diese Frage, meine lieben Damen und Herren, um diese Frage geht es in meiner Forschung. Es ist eine hochinteressante Frage, dass Sie sich vorstellen können, wie viele Menschen heute arbeitslos sind, wie wichtig es ist für Familien, dass der Familienvater heute weiß, welche Berufung er hat. Weiß es nämlich nicht, sehen wir und meine Kollegen in der Praxis, wie Menschen heute in die Armut stürzen können, wie schwer das für die Psyche zu verkraften ist, wenn einfach ja, ein Familienvater nicht das machen kann beruflich, was er machen möchte. Sie werden heute sehr viele Angebote sehen, egal ja, ob es ist das Werkzeug der Numerologie, der Astrologie, der Kabbala, die Lebensbaumanalyse, eine Sehung, ein Channeling aus der geistigen Welt. In Wirklichkeit, sagt die geistige Welt, ist es egal, welches Werkzeug wir verwenden. Wichtig ist, dass der Suchende oder die Suchende, die diese Information brauchen, zu ihnen geführt wird, als Lehrer oder als Lehrerin oder als Therapeutin oder als Medium und erfährt, wer ist er? Wer ist er von der Lebensaufgabe? Wer ist er ja, von seinen Stärken? Welches Karma hindert die Seele daran, nicht in die gewünschte Wandlung gehen zu können? Und diese Fragen, meine lieben Damen und Herren, sind gar nicht so einfach zu beantworten. Denn oft ist das Wissen um die Berufung oder um die Vision im Herzen verschüttet. Es geht also nicht nur um das Lesen der Lebensaufgabe. Es geht nicht nur darum, uns zu besuchen. Es geht eher darum, ob in Ihrem Herzen das Feuer brennt, sich wirklich weiterentwickeln zu wollen. Nur das Wissen der Lebensaufgabe, sage ich heute nach 10 Jahren, Zahlenmystikforschung ist wahrscheinlich zu wenig. Als ich vor 10 Jahren begann, mich mit dem Geburtsdatum der Menschen zu beschäftigen, stellte ich fest, dass es noch nicht so an der Zeit war, den Menschen diese Information auch in der Öffentlichkeit geben zu können.
Jetzt stelle ich mich mit Interesse fest. Auf einmal dürfen wir ins Fernsehen. Wir dürfen auf einmal mit ihnen sprechen. Das sehe ich als eine Revolution. Müssen wir uns doch vorstellen, dass wir vor 10 Jahren in den Kellerstuben, auf Esoterikmessen, in den Hinterdörfern am Land, in versteckter Regie, unsere Informationen aus der geistigen Welt weitergegeben haben. Daher freut es mich umso mehr, Ihnen heute ein bisschen ansatzweise diese Arbeit vorstellen zu dürfen. Mir ist natürlich klar, dass wir auch heute noch am Anfang sind. Es wird wahrscheinlich unmöglich sein, dass Sie sich heute alles vorstellen können, was Sie da sozusagen in der Zukunft erwarten wird. Aber es ist ein unglaubliches Erlebnis, wenn Sie sozusagen im Herzen berührt werden von der Information, nach der Sie schon seit Jahrhunderten suchen. Daher freut es mich so sehr, dass ich da bin. Ich würde Ihnen gerne, wenn Sie wollen, mein Werkzeug vorstellen, mit dem ich in der Praxis arbeite. Den Lebensbaum.